Ja, dann liegt er. Der ist umgerissen. Reißt ihm so ein bisschen Ja. Fleisch vom Bein weg und ja, wird Das das ist dann meine weiter auf ihn aufprügeln. Belkele-Vaktiererin. Gut, der Mann wird das wie gesagt noch nicht tot. Der andere allerdings, der Elemit, bringt jetzt diesen Elite-Diener um. Damit hat er noch Aktion zum Handeln und der stellt sich an die Statue heran und wird sie umarmen, während sie nach oben wächst. Er springt an Ich sie heran und umarmt sie. habe noch eine Aktion. Ich gucke mal gerade, ob ich noch an den Rand komme. Freie Schritte, ja. Drei Also an Schritte. der Säule vorbei und dann auf ihn zu. Pack dich an die Statue und werd mit hochgehoben. Oh ja, das ist der Wolltagsaufzug. Das ist genau das, was wir wollen. Okay, und dann, ja, nee, ich kann ihm wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen, dass er loslässt, oder? Hau ihm auf die Also in Handgelenke. dieser Aktion nicht mehr, weil du dann. Achso, doch. Klar, wenn du Ja. dich, wenn du. Du hast ja noch eine Aktion. Wenn du dich mit freien Aktionen da Ja, bestellst, dann genau. kannst du ihn da angreifen, klar. Ich versuche ihn zum Loslassen zu kriegen und mache das nochmal mit dem Zehner-Wuchtschlag. Nochmal ein 10er-Hochschlag. Das reicht, weil wenn er die Mit dem Statue umklammert, Umklammern? dreht er mir den Rücken zu. Nee, du stehst an der Seite von ihm. Dürfte aber Dann ist es trotzdem eine reichen. Dreiererleichterung und reicht trotzdem. Reicht das? Hier sich erst, die sich erst gedacht hat, sie packt's dann nicht. Wie viel Schaden sind denn das? Mal gucken. 23. Rafim springt dann gerade über die Balustrade, landet unten so richtig cool und sieht zu, wie nach oben wegschweben. Er lässt los und steht wieder unten am Sande. Ja, genau. Die Statue ist jetzt mittlerweile 2 Meter nach oben gehoben. Ja. Kannst da noch dran springen? Du kannst da noch anspringen. Nein, jetzt habe ich keine Aktion mehr. Nächste Aber nächste Kampfrunde. Runde. Der Elemit gegen Ja, kann ich. Abelmir. Er sieht ein, dass er keine Chance hat. Er hat seinen Auftrag auch verfehlt, weil hinter ihm der Kopter zusammengebrochen ist. Er möchte fliehen. Dann wollte ich ihn Nee, er passieren. möchte. Na, warte, warte, warte. Er möchte nicht fliehen, er ist ein Elemit. Er möchte hier runterspringen. Dann habe ich auch noch einen Passierschlag frei, ne? Hast du. Mit oder ohne Messer im Bauch? Mit Messer. Ah. Passierschlag. Jetzt aber Also schwer. du hast nicht nur einen Passierschlag, kannst vorziehen, du kannst ihn schlagen und dann, wenn Der er ist so oder so runterfällt, hinüber. nochmal Mach einfach. Passierschlagen. Du kannst auch vorziehen, ja, der ist Dann auf Initial. bekommt. Gut, bekomme ich dann Erleichterung, da er an mir vorbeiläuft, Nein, er bewegt sich seitlich nur. rücken? Nein, er bewegt sich nur aus Nicht, deinem wenn du. Kontrollbereich raus. Vor allem nicht, wenn du vorziehst. Was willst du machen? Vorziehen? Ich würde vorziehen und ihn einschlagen. Ja, du kannst Zweimal. auch umwandeln. Zweimal, genau, würde ich gerne. Zweites plus vier. Ist klar, muss den Schaden auch nicht auswürfeln, dann ist er tot. Und zwar, bevor er runterspringt. Gönnst ihm auch gar nichts. Nö. Okay, dann würde ich gerne vorziehen. Warte. Ändern zu Objekt. Das war Abelmir. Die 2 ist tot. Dann gehen wir auf die 16 Serpentilius. Stopp, Voltax zieht vor auf der 18. Genau. Ich würde gerne in einer Aktion an den Kopf daran und mit der zweiten Aktion ihm sein Zepter wegnehmen. Okay. Ja, das ist das Wertvollste, was er hat. Ah, Das du ist hast ein richtig, ja. paar wütende Geister im Gepäck. Ja, du kannst sein Mit denen Zepter kommt Voltax kriegen. doch, ne? Gut. Wie gesagt, Ich. er hat seinen Schicksalspunkt verbrannt, ausgegeben. Er hat ihn verbrannt, damit er jetzt in dieser Szene nicht stirbt. Du hältst ihn für tot, aber sein Zepter Genau. kannst du klauen. Richtig. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Plus 16. Selbstbeherrschung plus 16. Ja. Es ist von einem wütenden Geist besessen. Okay, alles klar. Nee, der Geist muss ja aber auch noch gegen meine MR ankommen, die momentan noch auf 19 ist. Schu, schu, Also. schu. Ich weiß es doch nicht, was jetzt passiert. Ja, egal. Gucken wir uns einfach mal die Selbstbeherrschung plus 16 an. Der Nein, Mann ist sich nicht verkommt geschafft. Dann hörst du ein fernes Säuseln, wenn du das Zepter greifst, und ein starker Schmerz, der vom Zepter ausgeht. Ja, es ist in Ordnung. Das hatte ich nicht zum ersten Mal. 1W6 plus 4 Schadenspunkte. Und du spürst, wie eine alte, kratzige Stimme in Urtulamidisch dich mit einem Imperavi verflucht, aber auch der bleibt an deiner Magieresistenz hängen.
Du musst dann den Imperavier nicht verstehen, damit du musst ihn nur hören können. Joseph, das ist keine Voraussetzung. Richtig. Also du merkst, dass er jetzt starke Magie aus diesem Zepter in dich hineingreifen will. Serpentilio, 16. Quetscht sich an Diamantus vorbei unter Einsatz von Ellenbogen, wenn es sein muss, und atmet dann tief durch. Mhm. Und schaut vermutlich dann, wenn ich Zeit habe, schaue ich mal die Galerie herunter, wie da eigentlich der Stand der Dinge ist. Was überhaupt fehlt. Aber das weiß ich ja schon. Die Statue wächst weiter nach oben. Die Elemiten. Also bevor die weg ist, würde ich schon noch versuchen, da hochzukommen. Du möchtest an die Statue klettern? Also der Mann wird da, hängt nach wie vor da dran, richtig? Das heißt, den hast du runtergeschlagen, der springt aber genauso wieder dran. Das können wir uns gleich angucken, wenn die... Dann ziehe ich aber vor meinen Elemiten vor. So, also ihr solltet euch da dranhängen und halt jeder mit einer Handwaffe behaken. 18. Der Elemit hat gerade wohl in der letzten Runde einen Elite-Diener totgeschlagen und jetzt greift der Raphim an. Ja, vor den möchte ich vorziehen. Ja, und den Mann wieder an, hau den. Du gehst an den Mann wieder ran? Ja. Position, ich nehme an, dass ich eine Position, eine Aktion... Ja, genau, Aktion. Nee, nicht eine Aktion Position, sondern nur einen freien Schritt ist das. Okay. Habe ich dann trotzdem die Erschwernis aus der Bewegung? Das weiß ich nicht. Boah, ja. Plus 4 auf alle Fälle. Gerade Nicht, wenn man freie Aktionen macht. Die Erschwernis kommt nur aus Aktion Position. Genau, wenn man daher eine Aktion Position in dieser Kampfrunde rangeht. Nee, letzte Runde nicht. Es muss in dieser passiert sein. Okay, gut, ja. Danke. Dann würde ich den Mann wieder, ich weiß nicht, ob ich ihm in die Seite schlage oder... Von da in die Seite oder du stellst dich in deinen Rücken, dann in den Rücken. Okay, Frage. Wenn ich mich natürlich für umsonst in seinen Rücken stellen kann, mache ich das natürlich. Ja, geht. Kannst du umsonst. Ist aber wichtig, dann wo du stehst. Ja, ich stehe dann hier. Dann gebe ich ihm beinahe... Dann habe ich noch eine 2 Erleichternis daher, also insgesamt machen wir... Ich gebe ihm 8er Wuchtschlag und dann rechne ich den Rest gleich hinterher, falls es wichtig ist. Es ist egal. Also er blökt auch auf alle Fälle getroffen auf. Die anderen haben auch geblökt. Wie so eine Ziege, so eine richtige Ziege. 25 ins linke Bein. Okay. Da und dann... Hast du noch eine Option? Ja, aber dann darf... Also der Mann wieder... Der wird dir in den Rücken springen, genau. Plus 8er Mutprobe. Ah, oh, er würfelt die Mutprobe. 4 hat er geschafft. Cool. Okay, dann. Kann ich ihm zuvorkommen? Ja, wenn du willst, schon. Also der Mannwitter ist quasi gerade zu Boden gegangen, richtig? Nein, der Mannwitter ist an. Also du hast ihn erstmal auf den. Also er steht da jetzt. Er kriegt Schläge in den Rücken, sein Arm blutet und er möchte wieder auf die Statue draufspringen. Und okay, dann nicht. Das habe ich falsch verstanden. Es geht jetzt um den Elemiten. Der schlägt jetzt Raphim in den Rücken. Mit einer 9 getroffen. Ich hab keinen Wuchtschlag angesagt. Ist egal. 5 plus 4 sind 9. Würfel dir mal eine Trefferzone. Der Schwertarm, da kommt ein Schaden durch. Ein Schadenspunkt. Achter Bus. Das sind, er wandelt um und macht jetzt einen Wuchtschlag 10. Okay. Also eine 14er Attacke. Schafft er nicht. Nur, ich meine, die Attacke wollte er eh nicht schaffen, aber der hat weiterhin eine 8er Erschwernis, mich anzugreifen. Geht nicht weg? Nein, das macht diese Liturgie ja so dumm. Eine 8er, gut. Ja, nee. Gut zu wissen. Ja, gut, auf die 1 hätte er vielleicht getroffen. Und dann aber auch Doppelschaden und plus 10. Ja, und so, der Elemit auf der 18 ist fertig. Boltax hat vorgezogen, 19. Abelmir, du hast vorgezogen. Afim, 21. Du hast zweimal geprügelt. Du hast keine Reaktion. Ich habe einmal geprügelt. Achso, okay. Also die Frage ist halt, ja, kann ich nochmal zuhauen, bevor der Mann wieder so weit wegspringt? Das weiß ich nicht. Also der Mann wieder ist vor dir dran. Der springt jetzt wieder an die Statue und blökt zufrieden, wenn du ihm den Rücken aufstichst. Genau, meine Frage ist, wie schnell wächst das Ding? Komme ich da nochmal dran? 2 Meter pro Kampfrunde.
Nächste Kampone, okay, ist er weg. Dann ist er jetzt 4 Meter hoch, ich bin ja 2,50 groß, meine Wache ist 2 Meter lang, also nochmal. Also ich würde ihm auf jeden Fall zuvorkommen, bevor der sich da mit hochzäst. Aber ich warte gerne auch ab, bis Rafim durch ist mit seiner Aktion. Am Ende der Kampfrunde ist auch 4 Meter. Okay, ich habe eine 5er Erleichternis daraus, dass er ist hier sein Brückenstier, eine 4er Schwert ist daraus, dass ich umwandle. Also habe ich noch eine 1er Erleichterung, dann drücke ich ihm dabei noch einen 5er Wuchtschlag rein. Nein, einen 6er Wuchtschlag, komm. Und dann kriegt er nochmal einen 6er Wuchtschlag in den Rücken. 28 in den Bauch. Das dürfte ihn fällen. Zustand tot. Mit einem zufriedenen Geblöcke stirbt er an der Statue und vergießt sein Blut darauf. Die Elitediener räumen oben hier, räumen jetzt auch mit den Elemiten auf, denn die sind mittlerweile in der Überzahl. Der hier ist wieder frei. Hassan kümmert sich um den und tötet den auch. So. Rafim ist fertig, die Elite-Diener Diamantes. Ja, was macht denn der Elite-Diener auf dem Boden vor mir? Sterben, aufstehen, er versucht aufzustehen und er würfelt eine Gewandtheitsprobe, um aufzustehen. 15, schafft's. Und möchte dich dann wieder angreifen mit seinem Säbel, das hat er nämlich noch in der Hand. Wo hat er die... Ja, okay. Ich zieh vor, bevor er noch aufstehen kann. Raune in der freien Auktion zu, bleib liegen. Und möchte ihn treten. Und zwar mit Horosat. Sag mir eine 8er Erschwernis an, um die Würfel nach meinem Belieben, um 2 Punkte zu drehen. Ja, okay, cool. Da ich vorziehe, bevor er noch aufstehen möchte, kriege ich dann noch eine 3er Erleichterung. Also auf dem Boden ist. So ist es. Und das ist geschafft. Dann durch den Tritt an sich kriege ich nochmal 2 Punkte Schaden drauf. Und dann würfel ich den Schaden aus. Dann drehst du die 5 auf die 6. So ist es, dann sind wir bei der 16. 16 und weil es ein Pasch ist, würfelst du nochmal. Richtig. Und dann drehst du die 1 auf die 2. Leider ist das nicht der Fall, denn ich habe nachgelesen, man kann nur bei der ersten Probe drehen. Aha, okay, gut. Sind also 16 plus 3. 19. Man darf den gesamten Schadenswurf wiederholen. Das heißt TPKK und Manöver. Du würfelst 2 bis 6 neu. Beim Horosat würfelst du 2 bis 6 neu. Oh, das steht da so nicht. Aber das sind doch explodierende Würfel, oder? Das geht unendlich weiter. Es geht nur um die Würfel. Okay, das ist okay. Also. Er in den Kopf über seine K.O. Dementsprechend ist er dann halt auch bewusstlos. Das ist doch das, was du haben wolltest. Ja, genau. Das war das Ziel. Aber du würfelst nicht den ganzen Schaden nochmal drauf. Das funktioniert so nicht. Ist in Ordnung. Kann ich auch akzeptieren. Schlafend. Okay. Damit wächst die Statue weiter an. Der Mann wieder rutscht blutend an dem Sockel und der Statue nach unten. Nach und nach werden die restlichen Elemiten hier unten gefällt. Kröte aufsammeln. Sind wir aus den Kampfrunden raus? Ja. Dann würde ich jetzt gerne eine Überredenprobe auf den Geist im Zepter machen. Und zwar würde ich gerne sagen, schließ dich mir an und gemeinsam gehen wir in eine goldene Zukunft. Und würde dabei Impressionen der Zukunft in das Zepter einfließen lassen. Denn ich glaube, da ist ja eine geistige Verbindung zwischen mir und ihm. Ist das ein Ritual oder was ist das? Nö, das ist einfach eine Überredenprobe. Also klar, ich kann natürlich noch den Blick in die Gedanken würfeln, um ihm was zu schicken, aber... weil du jetzt sagtest, Impressionen der Zukunft, hätte ja sein können, dass es irgendwie so ein druidisches Ritual ist. Dieses Elfenbild, Gedankenbild? Ja, habe ich. Gedankenbilder. Das wäre doch super dafür. Gedankenbilder, ja. Elfenruf kann aber nur Leute erreichen, die den Zauber können. Richtig. Außerdem, das Zepter macht doch schon die Connection, oder? Also richtig, es liest deine Gedanken? Liest meine Gedanken. Also ansonsten hätte es ja gerade nicht zu mir sprechen können, beziehungsweise was in meinem Kopf machen können. Also warum soll ich dann noch den Umweg gehen?
Idee hier hinter. Ich würde das Zepter gerne mitnehmen, sodass wir es als Lehrmeister und Berater auf unserem Schiff haben könnten. Das wäre für Abelmir, glaube ich, ganz cool, weil er ja eventuell sich mehr mit den Koptern befassen wollte. Abelmir muss eine eigene Überzeugenprobe machen, keine Sorge. Also er reist buchstäblich 1000 Jahre in die Vergangenheit und ermordet einen Kopter und nimmt sein Zepter mit, statt einfach den Xamanot zu fragen. Also die Geister da drin, es sind ja mehrere. Ich weiß nicht, ob die sich 16. Moment. So benutzen lassen wollen. Die konnten mich nicht verzaubern und merken, dass ich stärker bin als ihr ehemaliger Meister. Ich will es nur sagen. Überreden plus 14. Okay, plus 14. Das war ja nicht nur ihr ehemaliger Meister, außerdem das war ihr ehemaliger Schüler. Du hast nicht den Meister umgebracht, sondern das war Diamantis mit seinem Zauberstab. Ja, ach schade, Mist. Jetzt hätte ich den Schicksalspunkt gerne noch. Ich bin leider der mächtigste Magier von uns. Möchtest du einen kaufen? Schicksalspunkt. Darum, ich habe dir schon so häufig Schicksalspunkte geschenkt. Ja, aber ich habe leider keinen für dich. Abelmir dürfte seinen Schicksalspunkt. Ich sehe, was Boltax versucht da gerade, oder? Siehst das ja wie an einem elektrischen Metalldraht oder sowas hängt und so mit dem Zepter kämpft und sein Arm zuckt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her, während er es nach oben gereckt. Kann ich probieren, von der Robe des Koftani einen Stofffetzen abzureißen und das Zepter dann einzuwickeln? Das kannst du natürlich tun, ja. Dann, ich will das nicht anfassen, aber ich habe immer schlechte Erfahrungen gesammelt, Sachen anzufassen. Sag mal Jalan. Ja, genau. Du weißt nicht, für Jalan lief das im Moment dann immer relativ gut. Gut, damit ist die Kontrollprobe gescheitert und okay, Abelmir reißt dir das Zepter aus der Hand und schlägt das ein. Genau, ich lasse es dann fallen. Jetzt würde ich gerne gucken, ob der Koptanim vielleicht einen Heiltrank oder so dabei hat, weil ich echt fertig bin. Alter, nicht, nein. Er braucht keinen Heiltrank, er kann ja den Balsam. Hat der sonst irgendwas bei sich, was interessant aussieht? Ja, genau, also jetzt geht's halt ans Looten. Okay, ich überlege mir, was er dabei hat, während ihr ihn untersucht. Was tun denn die Leute unten? Die Statue ist weiter angewachsen und taucht jetzt mittlerweile 7 Meter Höhe auf. Beärztchen vergeht. Den Mann möchte ich noch töten, weil der war ja noch nicht richtig tot. Ach so, ja, genau. Genau. Und dann drehe ich mich zu Rafim um und begrüße ihn so mit Kriegergruß. Deine Unterstützung ist wie immer höchst willkommen. Ja, ihr wisst ja, ich höre und gehorche. So, wo sind die Hurensöhne? Sulamin sieht sich suchend um nach den Hurensöhnen. Ja, die werden jetzt gerade nach und nach, vor allem auch von Hassan, abgeschlachtet. Und bevor euch die Diener selber angreifen, wird Satrapina hier denjenigen zu verstehen geben, dass ihr euch, trotz dessen, dass ihr im Heiligtum seid, nicht angegriffen werdet. Sie waren offensichtlich. Sie erkennt und sie hat es gesehen, dass Rafim und der Rest zu dir gehören. Also euch oben auf der Balustrade kennt sie auch. Dass Sulamin geholfen hat, weiß sie. Dass Rafim jetzt auch geholfen hat, das weiß sie. Also sie greift euch nicht an und ihr werdet nicht angegriffen. Sie waren offenbar hier, um das Siegel, ich bin nicht sicher, ob zu zerstören oder... Nun ja. Aber wer waren sie? Sulamin betrachtet eine von den Leichen. Ich erkenne sie, das sind die Botschafter aus Elam. Und der Großkopter muss auch noch irgendwo sein. Zumindest waren es seine Kreaturen. Er hatte sie gespendet. Es waren wohl herausragende Chimären, die er dem Fürsten überbracht hat. Warum gespendet, auch immer. So. Was auch immer das hier war, es ist gut, dass ihr hier wart. Alleine hätten wir es nicht geschafft. Gibt es irgendwo eine Treppe? Können wir auf die Balustrade kommen? Ja, es wird so ein bisschen 5 Minuten dauern, während sie sich umguckt, so ein bisschen Verordnung schafft, noch ein paar Leute tritt. Und dann führt sie dich und Hassan und auch den Abt Asaban über eine Treppe nach oben, wo sie dann kurze Zeit später auftaucht. Die anderen Diener, der ist K.O., der ist zurückgewichen, das ist eine Kröte, den kann sich Daho gleich einstecken. Was wollen derweil Diamantis und Serpentilio tun? Wie ich bereits sagte, Serpentilio birgt erst einmal die Kröte und eilt dann zu Boltax. Beziehungsweise, wenn die Statue mittlerweile ankommt, zu der erstmal, studiert die dann vermutlich aufmerksam, wenn die anderen die Treppe hochkommen. Oh,
Ich brauche Hilfe. Scheiße, tut das weh. Boah, voll in meinem Bauch. Wie damals der Schreibtisch auf dem Schiff. Boah. Scheiße, willst du ihn, ich meine, die Kröte wirklich mitnehmen? Selbstverständlich. Aber das kann mir auch egal sein. Ganz genau. Es sei denn, jeder möchte in die andere Tasche wandern. Ich glaube, auf den Versuch will keiner von uns das ankommen lassen. Ich ganz besonders nicht, da ich mittlerweile gänzlich leer bin. Gänzlich, ich habe noch 5 ASP, aber ja. Da seid ihr ja. Wird ihr mir vielleicht erklären, was das alles sollte? Das würde ich auch gerne wissen. Was tut ihr hier? Nun, wir haben euren Tempel verteidigt gegen diesen Menschen dort, der dort an der Wand klebt. Oh, fuck. Unter Einsatz all unseren Kräften. Oh. Ist das ein Dank? Nun, diese Statue ist offensichtlich eines der 3 Siegel, von denen ich geträumt habe. Und diese Leute, die zu dem Botschafter aus Elam gehörten, waren offenbar hier, um sie mitzunehmen, sie zu zerstören. Wir wissen es nicht. Ich soll aufpassen, wie ich mit euch rede. Ihr seid in das Heiligtum eingedrungen. Ihr könnt froh sein, dass ich euch nicht töten lasse. Ihr und welche Armee? Ihr sollt aufpassen, wie ihr mit mir redet. Ich bin Priesterin. Ich zucke mit den Schultern. Ich auch. Ich denke, worauf mein Kamerad hinaus möchte, ist, dass ihr sicherlich allein schon der Form halber ein klein wenig Dankbarkeit zeigen könntet, denn dass wir euer Heiligtum für euch verteidigt haben. Ich bin dankbar. Dennoch möchte ich wissen, was ihr hier tut. Das war die eingehende Frage. Nun, wir sind in der Gesellschaft, in der wir den Zulamin unterwegs. Wie ist unsere Kapitania? Wir müssen sie begleiten. Ich denke, die Antwort lautet krankhafte Neugier. Das nicht wahr. Ich denke, sie haben sich hier herumgetrieben und sind dann zufällig auf die Eindringlinge gestoßen. Das ist wahr. Wir haben unglücklicherweise die Kapitania verloren. Aber ja, ihr solltet dieser Dame auf jeden Fall den gebührenden Respekt erweisen, denn ihr Kult ist in Jerekesh angesehen. Trägt nicht sogar der Herrscher über diese Stadt den Namen eurer Herren im Namen? Respekt ist keine Einbahnstraße. Ich habe eure Statue verteidigt. Verzeiht, mit meiner ganzen Kraft. Verzeiht, dass ich skeptisch bin, denn dieser Koptanim dort drüben, brachte großes Unglück über diesen Tempel. Nun, dieser hier nicht. Habt ihr das schon mal auf mich? Habt ihr das schon mal einen Hiftoen Kopter gesehen? Er ist ein Ngorsho, korrekt? Ist er. Die werden in Yolf Vassaibs ausgebildet. Ich zucke mir den Schultern, das war mir ein unbekannter Fakt. Nee, der nächste wohl so. Das ist großer Elefantenmist. Es ergibt keine zaubermächtigen Zwerge, außer, naja. Alltags. Und nun, dieser hat jedenfalls gegen den anderen gekämpft und ich versichere euch, dass in all den Jahren, da ich ihn kannte, nie ein Kontakt zwischen ihnen stattgefunden hat. Gut, hab Dank. Dann würde ich euch trotzdem bitten, dass wir die heiligen Hallen hier an dieser Stelle, die blickt aber einmal rüber zu dem vergangenen Erzdschinn und der angehobenen Statue, verlassen und uns etwas in einem anderen Etablissement unterhalten. Einen Moment. Ulamin, könnt ihr mich heilen? Es tut sehr weh. Ihr seht tatsächlich nicht sehr gut aus. Hat euch einer der Attentäter erwischt? Nein, einer der Diener. Und ich gucke böse auf dieser Satrapina. Ja, die waren tatsächlich sehr blutrünstig. Was hat es damit auf sich? Dass die Diener euch angreift, wenn ihr im Heiligtum seid und keiner von uns seid, ist wohl nicht verwunderlich. Nun, es ist doch sehr, sagen wir, unhöflich, wenn sie versuchen, Leute zu ermorden, die Alarm schlagen. Währenddessen könnt ihr sehen, wie sich wohl eine weitere Gestalt an den Schleiern vorbei zu euch begibt. Und ihr könnt sehen, wie Iphemia sich mit einem finsteren Lächeln einmal verbeugt. Edle Satrapina, wir haben gerne euren Tempel verteidigt. Hab Dank.
Iphemia, alte Keule, na, was geht? Wie geht es dir? Du siehst wohl, dass sie rote Augen hat und ihr Lidstrich ist wohl auch schwarz verheult, sodass sie jetzt wirklich grausam aussieht. Wie so ein jähzorniges Hexenweib. Gut, sie ist keine Hexe, aber sie sieht halt wirklich aggressiv aus. Trotz dieses milden Lächelns, was sie aufgelegt hat und sich jetzt gerade höhnisch verbeugt. Du kannst sehen, wie wohl neben ihr, hinter dem Schleier, jetzt auch die Hauptfrau Eschila Sabah al-Wasra auftaucht und eine weitere Person mit einer merkwürdigen Maske und drei Augen, die wohl auch ein Mondsymbol über ihrer Maske trägt. Die komplette Maske ist aus Mondsilber, ähnlich wie die von Diamantis, nur immer voll über das ganze gesamte Gesicht verteilt. Ich sehe, ihr seid auch hier, Sultana. Was ist euch zugestoßen? Dies sind meine Leute. Sie haben an unserer Stelle den Tempel verteidigt. Sie scheint dich komplett zu ignorieren und redet dann weiter mit Satrapina. Das ist gelogen. Das ist eine Lüge.